sind mit 2019 teilweise zufrieden, teilweise sehr zufrieden. Vor allem unsere Defensivleistung, glaube ich, ist einfach gut. Wir kriegen 0,5 Tore im Schnitt. Aber wir wissen auch, wo wir ansetzen können. Wir erzielen 1,3 circa im Schnitt. Und ich denke, dass wir in den ersten beiden Phasen des Spiels oder in den ersten beiden Dritteln des Spiels einfach gut agieren und sehr gut uns positionieren und im letzten Drittel aber noch effizienter einfach werden müssen. Wir müssen einfach da präsenter im Strafraum sein, weil wir einfach mehr Tore erzielen müssen, wenn wir uns qualifizieren wollen. Ja, 2019 war bisher sehr erfolgreich, deswegen ist es unser Ziel auch, dass wir das genauso zu Ende bringen. Das heißt mit 2 Siegen, 6 Punkten und sehr viel Selbstvertrauen. Ich würde sagen, es kommt auf jeden Fall darauf an, dass wir konsequent sind und das Spiel über 90 Minuten durchziehen. Wir sollten viele Torschancen herausspielen und das wird uns bestimmt gelingen. Nordmazedonien ist ein Gegner, der darauf ausgerichtet ist, unseren Rhythmus zu brechen. Ein Gegner, der sich sehr, sehr schwer rausziehen lässt und die halt sehr, sehr defensiv und tief in ihrer eigenen Hälfte agieren. Trotzdem trifft der Gegner oft sehr, sehr schlechte Entscheidungen. Wir haben das durch unsere Positionierungen im letzten Spiel auch sehr, sehr oft geschafft, aber dann ist nicht immer verstanden, auch in diese freien Räume einfach hineinzuspielen. Und da gilt es natürlich anzusetzen und wieder einen Schritt einfach weiterzukommen. Ein sehr unangenehmer Gegner, was das betrifft. Die wollen das Spiel zerstören, die wollen uns eigentlich destruktiv an unserem Plan hindern. Und das wird einfach wichtig sein, dass wir da konsequent sind, dass wir unseren Plan verfolgen, geduldig sind und auch wirklich konzentriert und professionell an die Sache herangehen.